Hi, willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal das News Trading genauer an und ich werde euch zeigen, was uns jetzt speziell vom News Trading zu vielleicht anderen, die News Trading betreiben, unterscheidet. Doch bevor wir damit starten, vielleicht das mal ganz allgemein. Was ist News Trading und warum konzentrieren wir uns speziell auf das News Trading? Ja, ganz speziell für mich ist News Trading eine der meist unterschätzten Trading-Varianten überhaupt. Ja. Ich sage jetzt mal ganz salopp, die meisten, ja, die zocken beispielsweise im DAX oder in anderen Märkten oder traden Forex, wo relativ kleine Bewegungen sind, wo der Markt nur seitwärts läuft. Und eine Sache ist ganz eindeutig. Aktien beispielsweise, die bewegen sich nur, wenn Nachrichten vorhanden sind. Ja? Das heißt, das sehen wir immer wieder. Wenn bedeutende Nachrichten im Markt sind, dann sehen wir, dass sich die Aktien bewegen, dass der Preis neu eingepreist werden muss und dann können wir von großen Bewegungen partizipieren. Und das ist einfach gesagt der Grund, warum wir gerne News Trading machen, warum ich gerne News Trading mache und warum ich jedem empfehlen würde, sich auf das News Trading zu fokussieren und zu konzentrieren. Was ist News Trading? Ich habe eingangs schon gesagt, News Trading ist, wenn ich es auf einen Nenner bringen will, wenn ich es einfach runterbrechen will, ja, nichts anderes wie wir konzentrieren uns auf bedeutende Nachrichten und traden dann den entsprechenden Markt, die Aktie oder wo auch immer die News stattgefunden hat. Die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist also, was sind denn jetzt bedeutende Nachrichten? Und da kann ich euch sagen, das ist einfacher, als man das jetzt vielleicht erwartet oder denkt. Ja, ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Bedeutende Nachrichten sind, wenn als Beispiel Analystenmeinung, die im Vorfeld getroffen worden sind, ja, wenn die falsch waren oder falsch sind, beziehungsweise wenn die davon abweichen. Ja, wenn jetzt Analysten etwas rausgegeben haben und die Erwartung war so und so, als ganz konkretes Beispiel, in Aktien haben wir zum Beispiel die Earnings per Share. Ja, wenn jetzt die Earnings per Share von den Analysten, ja, ich sage jetzt mal bei 12 Dollar je Aktie sind und ja, die weichen deutlich davon ab, dann ist es sehr, sehr klar, beziehungsweise dann können wir davon ausgehen mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, ja, dass der Preis neu gefunden werden muss und dass wir in dieser Aktie eine große Bewegung sehen. Dazu habe ich euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Wir fokussieren uns auf ein konkretes Beispiel. Das passt gerade sehr, sehr gut dazu und zwar aus unserem gestrigen Realtime-Training. Ja. Für alle, die das nicht wissen, unser Realtime-Training findet immer Mittwoch statt. Das bedeutet, Realtime-Training, da analysieren wir Aktien und handeln die gemeinsam mit unserer Community. Und ich habe hier die Aktien, die wir am gestrigen Mittwoch gehandelt haben. Ja, ganz speziell war die Qualcomm-Aktie für uns interessant. Ihr seht im Ranking, ja, die haben wir sehr, sehr hoch gerankt. 5 war das beste Ranking. Der Qualcomm haben wir gemeinsam mit unserer Community im Vorfeld eine 5 gegeben. Was war die News? Die News war, und das ist auch etwas, was ihr euch merken könnt, ja, wenn Analysten, ja, eine Aktien-Upgrade geben, dann können wir auch davon ausgehen, dass sich die Aktie extrem bewegen wird. Und auch das ist bei der Apple passiert, bei der Qualcomm passiert, der Lizenzstreit mit Apple wurde beigelegt und verschiedene Analysten haben die Qualcomm halt, ja, ein Upgrade gegeben und dann haben wir eine große Bewegung gesehen. Aber, und da möchte ich explizit darauf hinweisen, ne? Nur weil wir jetzt eine positive Nachricht haben, heißt das nicht, dass wir jetzt Qualcomm in dem Beispiel einfach, ja, einfach long gehen in der Aktie, nur aufgrund der Nachrichten. Ja? Das ist etwas, wo ich gleich nochmal expliziter darauf eingehen möchte. Doch bevor wir zu dieser Konkretisierung kommen, was uns jetzt im News Trading unterscheidet, möchte ich euch nochmal den großen Vorteil beim News Trading rüberbringen. Für mich ganz persönlich ist es einfach, dass News Trading, kann ich sagen, im Allgemeinen sehr, sehr gut zu meiner Persönlichkeit passt. Denn
Das Schöne beim News Trading ist, in der Regel, das sehen wir auch gleich noch bei der Qualcomm, ich zeige euch da noch einen kurzen Ausschnitt von meinem Trade, den ich gestern gemacht habe, haben wir das Ergebnis schnell. Ja? Ihr müsst nicht lange warten. In den meisten Fällen, wenn ihr es sehr, sehr gut timet, ist es so, ihr seid im Markt drin, ja, und die Aktie läuft natürlich im besten Fall direkt für euch. Und das ist aus meiner Sicht ja das Schöne am News Trading. Und ich ganz persönlich, ja, ich liebe das. Ich mag es, wenn ich nicht lange auf das Ergebnis warten muss. Ja. Wenn ich im Trade bin, ja, dann will ich im Optimalfall sehen, dass der Trade direkt für mich läuft. Und das habt ihr, wenn ihr News Trading betreibt, die Auswahl der Aktien richtig gestaltet und dann auch noch wichtige Sachen kombiniert, zu denen ich gleich noch komme, dann habt ihr meistens ein sehr, sehr schnelles Ergebnis und eine sehr, sehr schnelle Entscheidung. Vielleicht sollten wir uns auch noch ansehen, warum eigentlich so wenig Leute News Trading betreiben. Das liegt, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, an der falschen Erwartungshaltung. Ja? Was meine ich damit, mit der Erwartungshaltung? Bevor ich Heldenthal kennengelernt habe, war meine Ansicht bzw. meine Überzeugung vom News Trading die, dass ich gedacht habe, ja, News Trading, das sind so Leute, die sitzen 10 Stunden, ja, einfach 11 Stunden oder noch mehr. Also den ganzen Tag vorm Rechner, warten, dass irgendwelche Nachrichten reinkommen, ja, und versuchen, diese Nachrichten zu interpretieren und dann möglichst schnell einen Trade zu machen. Ja, nach Möglichkeit der Erste zu sein und dann von der Bewegung zu profitieren und zu partizipieren. Das war meine Idee vom News Trading. Und da ist ganz einfach so, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir ja, kein Geld ausgeben wollen, aber wir leben, kann man schon sagen, glaube ich, in einer Gesellschaft, ja, wo wir immer alles umsonst und günstig haben wollen. Und ich kann euch eine Sache sagen, hochqualifizierte Nachrichtenticker, ja, die in Echtzeit fungieren, die kosten einfach Geld. Ja. Die kosten Geld und da kommt man nicht drum rum. Und als ich mich im Vorfeld informiert hatte, ja, da habe ich einfach gesehen, okay, das ist extrem teuer und das übersteigt einfach mein Budget. Und das ist vielleicht ein Grund, warum viele, warum ich damals ja, das News Trading aus den Augen verloren habe. Und da sind wir bei einem Punkt, ja, was machen wir im News Trading anders? Und dazu nehme ich euch mal mit auf meinem Rechner. Wir gucken uns jetzt nochmal den Qualcomm Trade an, den ich gestern gemacht habe. Dazu zeige ich euch erstmal meinen Tagesablauf. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, denn die Nachricht, dass ja, ein Upgrade stattgefunden hat bei der Qualcomm, ja, das kam zu unserer Zeit, deutscher Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich sage jetzt mal deutlich, bevor der Markt um 15.30 Uhr geöffnet hat. Das heißt, als ich die Nachricht wahrgenommen habe, ja, habe ich nicht direkt getradet, habe einen Trade gemacht, sondern ich habe gesehen, okay, Qualcomm könnte heute interessant sein. Ich habe die Aktie analysiert, ich habe meine sogenannte Pre-Market-Analyse gemacht und habe Qualcomm als eine mögliche Aktie für den gestrigen Tag auf dem Schirm gehabt. Das ist der erste große Unterschied, den wir im News Trading anders machen. Das heißt, für die Vorbereitung, ich sage jetzt mal mit allem drum und dran, habe ich etwa eine Stunde dafür gebraucht. Als nächstes schauen wir uns mal den Trade an, denn viele sind auch der Meinung, dass News Trading extrem zeitaufwendig ist. Ja? Wenn wir nochmal zusammenfassen, eine Stunde Vorbereitung, ich habe die Aktie mit News rausgesucht, das war die Qualcomm und ihr werdet gleich im Handel sehen, ja, dass der Trade, ich glaube, etwa 5 bis 6 Minuten lief. Und ja, in dem Fall war es so, dass mein Trading-Tag, ja, wo ich aktiv gehandelt habe, in dieser Zeit schon vorbei war. Das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, erstmal müsst ihr nicht sofort auf die Nachrichten reagieren. Ja, ihr habt Zeit, ihr wisst, in dieser Aktie könnte etwas passieren. Dann ist das effektive Handeln auch nicht 10 bis 12 Stunden, wie es vielleicht viele von euch glauben, sondern es kann unter Umständen, wie es in dem Fall war, sehr, sehr kurz sein. Und das Allerwichtigste ist, nur weil die Nachricht jetzt positiv war, hauen wir nicht einfach in den Trade und gehen long in der Aktie, sondern dann kommen die ganzen Sachen, über die wir ja schon so extrem viele Videos gemacht haben. Wir machen unsere Pre-Market-Analyse, wir gucken uns an, wo sind wichtige Level, gleichen das ab mit dem Volume Profile und dann sind beim Thema Volume Trading und Order Flow. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus meinem Trade von gestern in der Qualcomm und ja, da werden wir einfach sehen, dass ich etwa 5 bis 6 Minuten im Trade war und ja, das zeige ich euch nochmal kurz.
So, ihr seht jetzt hier, das ist die Qualcomm-Aktie von gestern. Ja, die Nachrichten waren, wie gesagt, extrem positiv. Wir hatten die auf dem Schirm, ja, nicht nur ich, auch die anderen Trader hier im Office und auch unsere Community. Gestern Realtime Trading haben sehr, sehr gute Trades gemacht in der Aktie. Und ihr seht jetzt, dass ich eingestiegen bin in der 2. Minute nach der Öffnung. Und ja, wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne spule, hat der Trade, wie eben schon mal gesagt, knapp 6 Minuten gedauert und dann war der Trading-Tag in dem konkreten Beispiel am gestrigen Tag für mich zu Ende. Das heißt also, wenn wir das zusammenfassen können, wenn ihr das ganz professionell machen wollt, ja, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ihr mit einem sehr, sehr guten Datenfeed für News, ja, wir nutzen dafür unter anderem das Reuters-Terminal, was wir unserer Community auch zur Verfügung stellen in Auszügen. Und das ist natürlich die Premium-Variante, wie ihr wirklich Echtzeit-News bekommen könnt. Ja, in dem Beispiel hat man das gar nicht gebraucht, aber es gibt euch natürlich nochmal einen größeren Vorteil, wenn ihr zusätzlich auch noch Echtzeit-News bekommt und das in euer Trading mit einfließen lasst. Ja. Aber ihr habt gesehen, auch ohne diese Echtzeit-News, ja, hätte jeder von euch die Aktie gestern herausfinden können, ja, mit mehreren Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Trade-Ideas, was ich früher genutzt habe, Benzinga, verschiedene andere Seiten, wo ihr euch die News ansehen könnt. Und wir zeigen euch, wie man bei Heldenthal in Kombination mit den News das Volume Trading, Schrägstrich das Order Flow Trading richtig umsetzen kann. Und ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video nahebringen, was du für einen Vorteil im Volume Trading hast, wenn du das Volume Trading in Kombination mit den News anwendest. Für weitere Informationen, ja, empfehlen wir dir, dich einfach mal auf unserer Homepage-Seite zu informieren. Und ich sag mal, für das heutige Video soll es gewesen sein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.